Kommen wir zurück zu Mendena. Will noch jemand was wissen? Wie funktioniert das mit dieser Religion eigentlich? Ist das eine Staatsreligion? Muss man sich der anpassen? Und offenbar nicht, wenn es eine Tavia-Priesterin gibt. Achso, es gibt eine große Borberat-Religion dort, gemeinsam mit einem großen Borberat-Jarl. Das ist schon Staatsreligion, aber man kann an sich alles anbeten, was man will. Es gibt dort auch einige Krakonier, die dann an, naja, an die tiefe Tochter beten, nur sie unter einem anderen Namen verehren. Und man kann glauben, was man will, man wird hier nicht gezwungen, wie meinetwegen in Yol'Gurmak oder in Warung. Gibt es noch irgendwelche anderen besonderen Orte in der Stadt, die uns relevant sein könnten? Am interessantesten ist natürlich die Arena Aquatica, vor allem weil die auch am größten ist. Schaukämpfe wie in Fasar oder wie in Nahelanfa, aber nicht ganz so blutig, meistens nur aufs erste Blut. Meistens ein Spektakel für die Massen. Aber sie kann unter Wasser gesetzt werden mit dem Flusswasser der Tobimora. Der Brühe? Genau, mit der Brühe. Wie kommt man am besten von außerhalb der Stadt in die Stadt hinein? Kann man sich einfach einkaufen? Also von Süden aus mittlerweile nicht möglich, weil die Brücke eingestürzt ist. Es gibt ja noch die Burg Talbruck. Ich weiß nicht, wie es da um die Wachmannschaft bestellt ist, aber als Händler kann man sicherlich von Westen einreisen. Ich weiß nicht, wie es von Norden aus ist. Es gibt eine Region, die immer Schlick genannt wird. Es liegt natürlich daran, dass es alles sehr sumpfig ist. In dem Gebiet müsste man aber sicherlich über irgendwelche Treidelwege schaffen. Es gibt auch noch ein kleines Dorf, wenn ich mich nicht täusche. Man vermutlich lebt dort heutzutage keiner mehr. Und ich denke, hineinkommen wird kein sonderlich großes Problem werden. Es ist eine Handelsstadt. Richtig. Wir haben Handelsware. Und gute Verkleidung. Und brauchbare Verkleidungen. Wer passt denn auf die Alanfana-Gasse auf? Das auch diese Borberaten, Herren und Damen. Nee, die haben eigene Stadtwachen aus Alanfa. Ja, wunderbar. Die haben sich tatsächlich das Recht erkauft, dass die dort stehen dürfen und die lassen auch Leute rein, klar. Die nicht Alanfaner sind, aber die passen zumindest auf, dass da keine anderen Schläger oder sowas reinkommen. Dass sie unter sich sind. Es könnte uns zum Vorteil gereichen. Vor allem, wenn, sagen wir, der Name Kiaras Karenor dort bekannt ist. Vielleicht kennt man unsere dann auch. Oder es gereicht uns zum Nachteil, wenn der Name Kiaras Karenor dort bekannt ist. Positiv denken, Boltax. Positiv denken. Und sagt ihr einfach, dass ihr von diesem Uktan kommt? Wie ist der so? Ja, das wäre wohl der nächste Plan. Oder vielleicht ist das der erste Plan. Das werden wir sehen, wenn wir dort sind. Nun, bei gutem Wetter werden wir sicherlich in 4 Tagen da sein. Wir müssen natürlich vorher noch den Frühlingssturm anlaufen wegen eurem Geweihten, aber das wird nicht so viel Zeit kosten. Hoffen wir, dass er dann auch da bleibt und die Füße stillhält. Das werden wir sehen. Die Wege der Götter sind unergründlich. Nun gut, dann Dank für eure Zeit. Anexaya Fardu. Ja, was wollt ihr die nächsten Tage machen? Wollt ihr euch noch miteinander unterhalten? Wollt ihr Leard von Freisorb besuchen? Wollt ihr mit Lido Kork oder mit anderen Matrosen sprechen? Ich möchte mir irgendwie eine Handvoll Zwiebeln aus der Küche stibitzen und irgendwie meine Rumration für den Tag mitnehmen. Ja. Und zu den Ruderern gehen. Mich irgendwie, es wird vermutlich sowieso eine Bank frei sein, wenn ich mich nicht täusche. Also, du hast ja gesagt, dass dort ein bisschen Platz haben. Mich irgendwie gegenüber Vibon hinsetzen und ihm in den rumreichen. Ja. Du kannst sehen, dass er wohl oben ohne rudert, einfach weil es unten unglaublich warm ist. Gerade jetzt auch beim Ingrim. Und sein Rücken wohl auch frisch vernarbt ist von den Peitschenschlägen, die er kassiert hat, durch die Prügelei, die er mit dir angefangen hat. Nickt dir zu, auch wenn er jetzt seit mehr als 5 Tagen dort unten eingesperrt ist, aber. Ja, aufgrund deiner alten, es ist so eine Hassliebe zwischen euch, du weißt es ja selber, wird er dann den Rum und den Zwieber greifen und die Entschuldigung annehmen. Reifenmund. Vibon, ich hab gesehen, dass man dich zum Rudern von der Hand hat.
Das war auch nicht der Sinn der Übung, hm? War es wohl nicht. Ich konnte mich nicht beherrschen. Nun, ich wusste auch nicht, dass... Erzähl mir doch von Alanfa, beziehungsweise wie du da näher gekommen bist. Du hast nie gefragt, ne? Nein. Wir haben uns einen Monat lang durch den Dschungel durchgekämpft und du hast nie gefragt. Was glaubst du, warum ich so ausgerastet bin? 10 Jahre habe ich im Ruder gestanden, angekettet, gepeitscht. Und dann kommst du daher, nachdem du als großer Held den schwarzen Drachen und Galotta aufgehalten hast. Ich habe dich noch gekannt, da warst du so klein. Schüchtern, in Rüstung, das erste Mal auf dem Schiff, ein Pferd verloren, noch eine Knappe neben dir, vorlautes Gehör. Du hast noch nichts gekonnt, noch kein Haar auf der Brust hattest du. Da hast du mir schon erzählt, wie der Hase läuft. Vergessen wir nicht, dass du auf mich geschossen hast. Na, zu Recht. Vielleicht. Ich habe deinen Befehl ignoriert. Aber die Situation damals war wohl etwas merkwürdig, da ihr nie wirklich eingeschworen wart, sondern einfach mit an Bord kamt. Na gut, Brandfässer, die brauchten wir. Das Heldenleben ist ein seltsames. Ja, wie gesagt, meine Vergangenheit ist bewegt. Und da lasse ich mich nicht von einem vorlauten Knilch, von einem vorlauten Frosch zurechtweisen. Damals nicht, heute nicht. Er trinkt wieder einen Schluck. Aber wie bist du dann von einer Sklavengaleere auf die Seeadler gekommen? Tja. Wie bist du auf die Seeadler gekommen? Ratest du mir? Warum standst du dort am Steg, umringt von Ogern? Jemand hat gesagt, hey, wir tun göttergefällige Dinge und natürlich musste ich, da ich doch frisch mein Schwert bekommen hatte, mitmachen. Und daraus ging alles abwärts. Ja, und wenn eure Galeere von einem Ulchuchu gefressen wird, dann fragt ihr nicht. Dann nehmt ihr die Hand, die einem gereicht wird, und steigt an Bord. Verständlich. Göttergefällige Dinge und so. Ja, ich bleib noch ein bisschen rumsitzen und unterhalte mich mit ihm. Über den Zustand der Ruder, über Maraskan, was einem gerade durch den Kopf geht. Dann werde ich wieder meinen Hut nehmen, meinen sprichwörtlichen Hut nehmen und ihn rudern lassen. Ja. Derweil tritt Trismegine auf Iserun zu. Iserun, ihr habt das also mittlerweile auch weit gebracht, habe ich gehört. Nun ja, ich habe tatsächlich meine Magusarbeit schreiben können. Vor allem es bot sich gehört, gerade ein Thema an. Vor allem habe ich auch gehört, dass du Hofmager bist. Oh ja, das ist natürlich, also das habe ich nun wirklich nicht kommen sehen. Ich bin ja doch eher aus der Praxis und habe immer gedacht, naja, man muss wohl ein wenig verweichlicht sein, um Hofmager zu sein. Aber unsere Kaiserin hat sich ja jetzt entschlossen, einen reisenden Hof zu veranstalten. Deswegen, man ist doch ein wenig mehr unterwegs und nicht nur in Gareth. Hm. Aber dieser reisende Hof wird trotzdem nicht dann ins Wasser verlegt, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist... Nun ja, eine Burg auf Wasser zu halten ist ein wenig schwierig und sie reist ja von Pfalzburg zu Pfalzburg. Tja. Was würdet ihr dazu sagen, wenn ihr erzählt, dass ihr an Bord der Seeadler wart und den Verräter nicht aufgehalten habt? Nun, ich kann mir vorstellen, dass sie sich erst aufregen wird. Zu Recht. Allerdings, sie lernt immer noch, eine gute Kaiserin zu sein. Und ich bin mir sicher, dass sie auf einem guten Weg ist. Es ist auch wichtig für sie zu lernen, was außerhalb der Landmassen passiert. Dadurch, dass die Flotten sehr dezimiert wurden, sind unsere Informationsquellen leider, naja, sehr geschrumpft. Ich denke, wenn ich ihr erst einmal klar mache, welche Arbeit ihr hier draußen leistet. Nun, ich habe die Hoffnung, dass sie die Admiralität dazu veranlassen kann, die Verfolgung der Seeadler und ihrer Mannschaft einzustellen. Ich werde mit ihr darüber reden. Tja, das würde mich zumindest freuen. Immerhin tun wir hier göttergerechtes Werk, schon immer. Und wir können uns vieles nicht leisten, was wir so sehr bitter nötig haben. Ja, das sehe ich ein. Es war
In den vergangenen Götterläufen ja auch noch so, dass die alte Garde teilweise das Sagen hatte. Im Moment vollzieht sich eine Art Generationenwechsel und ich denke, in diesen sollten wir unsere Hoffnungen diesbezüglich legen. Tja, ich lege meine Hoffnung in dich. Oha, ja, selbst kenne ich nicht. Ich bin schon so sehr lange hier, dass ich sie nie gesehen habe. Ich höre immer nur von dem aventurischen Boden und den Gerüchten der Händler an Kronchum. Es ist immer noch viel zu tun. Sehr viel im Reiche. Es ist nicht überall Frieden. Nicht nur in den besetzten Gebieten. Tja. Aber ich werde mit ihr reden. Ich werde mein Möglichstes tun. Denn ich weiß ja, was für ein Werge hier tut. Danke. Dankt am nicht mir für. Dann erzählt mir noch von eurer Magusarbeit. Na, gerne doch. Wollen wir uns dort vorne vielleicht hinsetzen? Ich habe noch einige Notizen dabei. Und hier einige Zeichnungen. Die zeige ich dir gerne. Helena, komm mal her. Ja, so tritt Helena Fackelhand ebenso dazu. Und ihr könnt euch gemeinsam über deine Magusarbeit ja, etwas philosophieren, auseinandersetzen. Haben die anderen etwas vor? Ja, ich würde gerne mit Freisorb das Curriculum, was ich für ihn erarbeitet habe, durchgehen, ihm verschiedene Sachen beibringen und dann auch mit Zulamin noch genau, über Selbstbeherrschung, Übertunen von Gewalten, Führungspersönlichkeiten etc. sprechen. Also wir setzen uns zu dritt zusammen. Ja. Dir fällt auf, dass der Hochgeweihte, auch wenn er erst 15 Jahre alt ist, unglaublich schnell Wissen aufsaugt. Also selbst in diesen 5 Tagen, er muss Dinge einmal lesen, damit er sie begriffen und verstanden hat. Und danach hat er sie verinnerlicht, sodass es tatsächlich eine sehr schöne Art ist, einen Schüler zu haben. Ja, also wenn wir da so sitzen, dann würde ich irgendwann zu Boltax sagen, ihr habt mich überrascht, wie ihr mit dem Geweihten umgegangen seid, mit Rizovic. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr so hart zu ihm sein würdet. So kenne ich euch gar nicht. Nun, gewisse Sachen müssen in rechte Bahnen gelenkt werden. Es ist wichtig, Kontexten selbst zu beherrschen. Geht Kontrolle. Wenn wir einfach jeder Emotion, jeder kleinen Stimme in unserem Kopf nachgeben, kann zu nichts führen. Nein, wir müssen kontrolliert, wir müssen bedacht vorgehen, müssen Umwelt kontrollieren und uns selbst kontrollieren. Das ist ganz wichtig. Ansonsten bin ich völlig eurer Ansicht, Boltax. Mein erster Impuls war es, ja, Rache an Rizovic zu üben. Aber das wäre der falsche Weg gewesen. Also habe ich mich beherrscht und denke, ich verstehe jetzt besser, was ihn in diese Situation gebracht hat, auch wenn ich es trotzdem nicht gut heiße. Nun, ich hatte nie Bedürfnis, Rache an ihm zu üben. Das wäre falsch ausgedrückt. Aber man muss ihm die Konsequenzen seines Handelns aufzeigen. Wichtig, dass er versteht, dass ihm auch gewisse Spielregeln gelten. Er muss Aktion und Reaktion abschätzen können. Das ist in unserer Welt sehr wichtig, denn auf alles, was wir tun, ist ein Echo. Und das ist ja mit der elementaren Harmonie. Also, das kannst du dir merken, das ist mit der elementaren Harmonie genauso. Also, wenn wir Kontrolle haben, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Energie in positive Bahnen zu lenken. Aber wenn wir die Kontrolle verlieren, dann geben wir unseren niedersten Trieben nach. Das ist ein großes Problem. Warum glaubt ihr, verfallen so viele Leute, die einstmals große Persönlichkeiten waren, den Einflüsterungen von dunklen Mächten? Weil sie irgendwann an einem Punkt sind, an dem sie sich nicht mehr kontrollieren müssen, an dem sie nicht mehr die Notwendigkeit sehen, Kontrolle auszuüben. Das ist schwierig, falsch
Unser Leben lang werden wir geprüft. Kontrolle ausüben können. Geht, um sich selbst zu kontrollieren, immer darum, auch hart wie ein Fels zu sein. Gegen sich selbst, aber muss auch wie das Wasser flexibel sein im Geist. Denn eingeengt sollte man im Denken nicht sein. Ich gestehe, ich habe kurz zusammengezuckt, als ihr davon spracht, einen Eferdi dazu zu zwingen, sich selbst zu beherrschen. Aber ich denke, ihr habt etwas verstanden, was Resovic zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden hatte. Nämlich, dass Kontrolle nicht bedeuten muss, seine Gefühle zu unterdrücken. Nein, es geht nicht darum, dass er sich selbst verleugnet. Das wäre der falsche Weg. Nun, aber letztendlich nehmen wir wohl alle etwas Positives aus dieser Episode mit. Ja, ich denke auch. Und seien wir ehrlich, meine kleine Drohung, jeden eine Flamme zu verwandeln und in eine Flasche zu stecken. Naja, da habe ich vielleicht etwas dick aufgetragen. Ihr solltet euch bei ihm entschuldigen. Man sollte niemandem drohen. Naja, es na, war ja... war eher das Aufzeigen von Konsequenzen. Nein, Boltax. Es scheint, das schlummert ein kleiner Sadist in ihm. Oh, das ist überhaupt nicht wahr. Ich finde das nicht in Ordnung, dass du ihm gedroht hast. Vor allem mit Gewalt. Das macht man nicht. Ich habe nie mit Gewalt gedroht. Ich hätte ihn nie verletzt. Ich hätte ihn nur in Feuer verwandelt und ihn den elementaren Mächten übergeben. Es wäre ihm nie ein Leid Also ich bitte dich. Ich würde niemanden... Ich will keinen Geweihten verletzen. Also, außer einmal dieser Praios-Geweihte. Alles, was vor allem außer kommt, ist egal. Ja, aber er hat darum gebeten, dass wir ihn abstechen. Und da konnte ich ja nicht, also... Du musst wissen, dass auch Angrosch einen Gegenspieler hat. Das ist richtig. Und du magst Sumu angehören und nicht Angrosch. Aber trotzdem, wenn du ihm mit elementarem Feuer drohst, oder ganz generell mit einem Feuertod oder seine Seele in einen Haufen Asche zu verwandeln. Nein, dann bist das habe ich dem Erzdämon näher, als du selber dir zugestehst. Und das du verleugnest es selber. Habe ich aber nie getan. Ich möchte, dass du mich gleich bei ihm entschuldigst. Ich habe ihm nie gedroht, dass ich seine Seele verbrenne, noch habe ich ihm gedroht, dass ich seinen Körper verbrenne. Jetzt. Aber das ist nicht wahr. Ich habe gesagt, ich verwandle seinen Körper in elementares Feuer. Das will ich gar nicht hören. Das ist ein großer Unterschied. Er steckt sich die Finger in die Ohren. La 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 la. Aber es ist ein großer Unterschied, Sulamin. Also, würde ihm nie physisches Leid an. Es ist ein Unterschied, aber ihr habt ihn vermutlich mit dem Schlimmsten gedroht, womit man einem Eferdi drohen kann. Ja. Nicht ganz. Ihr hattet seine Seele nicht vernichtet, aber ihr habt ihn mit der absoluten Gottesferne gedroht. Das ist hart. Und wie gesagt, das kam auch für mich überraschend. Nun ja. Ja, weil bei Rafim. Wo bist du und mit wem unterhältst du dich? Ja, ich würde warten, bis der ganze Haufen mal wieder... der vermutlich bei Lido Kock anwesend ist. So, meine Herren, meine Damen, wisst ihr es schon, mein Tasu ist verheilt. Jetzt können wir es uns endlich anschauen. Ihr seid doch alle genauso spannend wie ich, oder? Du hast eine Tätowierung? Oh, ich bin sehr gespannt. Ja, dann ein bisschen Begeisterung da reinlegen, ein bisschen Begeisterung. Ich meine, ich bin selbstverständlich gespannt. Was, wusste ich gar nicht, dass du... Zeig's uns einfach. Ihr täuscht mich schon und ihr habt es noch nicht mal gesehen. Der Rafim würde sein Kettenhemd ausziehen und auch sein Oberteil ablegen. Hier seht ihr, auf meiner Schulter. Das ist euer Schild, Yalan. Ist für dich gut getroffen. Und daneben Sulamin als Pferd. Ne, mit dem Stutenkopf, sehr schön, finde ich. Aber mir, der schwarze Stab ist für dich. Und dieser und der weiße für dich. Ja, und die Armbrust ist für dich, Boltox. Sieht doch gut aus. Ja, die ist... glänzt ja richtig. Boah. Sehr gut getroffen, der Stab.
sehr prägnant. Ja, sagt einmal, bewegt sich die Mähne? Das sieht fast so aus. Natürlich, Zulamin hat das gemacht. Ja, die Göttin hat mir lächelnd über die Schulter gesehen, während ich das Tattoo gestochen habe. Das ist ja fantastisch. Ganz außergewöhnlich gelungen. Also, als Zwerg muss ich eure Handwerkskunst hier wirklich loben, Zulamin. Das ist... Das bedeutet mir sehr viel, wenn ihr einmal die Handwerkskunst eines Menschen lobt. Aber ich hätte es nicht besser hinbekommen. Aber es ist ja auch nur halb menschliche Handwerkskunst. Es ist der Hauch des Göttlichen darin und ich denke, das macht den gewissen Unterschied. Und es ist auch nicht einfach nur ein Bild, sondern die einzelnen Teile, sie repräsentieren euch nicht nur. Sie, in gewisser Weise, seid ihr sie? Es gibt eine Verbindung, eine übernatürliche zwischen euch. Nun, das erklärt, warum das hier nicht mein Schild ist. Zumindest nicht ganz. Siehst du, die linke Hälfte ist von mir, aber die rechte ist von Leonida. Dann hat Raja vielleicht über euren Streit entschieden. Ihr wart euch doch noch nicht einig, wie ihr das nun machen wollt mit eurem Wappen, oder? Ja, aber wenn ich nach Hause komme und ihr sage, hey, wir machen das ja so und so, weil Rajan das gesagt hat, dann kann ich direkt wieder gehen. Nein, du sagst, du machst das jetzt so, weil Rafim das jetzt schon auf dem Rücken tätowiert hat. Rafim hat hier einfach Fakten geschaffen. Ja, richtig. Oh ja, der Zulamin, bevor ich's vergesse. Rafim läuft eben zu seiner Tasche und holt eine kleine Münze heraus. Hier, er schnippt sie dir zu. Da ist das Zeichen der Basaltforst drauf. Wenn du mal irgendwas willst, gib sie mir zurück. Egal was. Also wenn mal zufällig jemand in den Fluss fällt. Sowas. Danke, Rafim. Ja, in Al-Anfa kann man damit alles kaufen. Lamin stellt sich auf die Zehenspitzen und möchte ihm einen Kuss geben, aber das muss er sich ein bisschen runterbeugen. Ja, das ist aber lieb von euch. Er tätschelt ihm die Schulter und meint, richtig schade, dass ihr normalerweise mit Rüstung rumlauft. Sieht man eure Tätowierung gar nicht. Ja, und aber den ganzen müssen wir mal gucken, vielleicht kann man ja was erarbeiten, wo man sie noch sieht. Aber dann ist die eure verwundbare Stelle. Das ist auch nicht gut. Ja, da finde ich noch was. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte nur, dass ihr es mal seht. Es ist sehr schick und sehr kleidsam. Eine ganz außergewöhnliche Zierde. Naja, ich freue mich schon darauf, wenn wir euch alle tätowieren. Oh, das wird super. Wie bitte? Ja, aber bei dir habe ich gedacht, im Gesicht. Das lenkt ein bisschen von deinen Narben ab. Nein, danke. Ach, aber mir ist so ein bisschen Metall. Zulami tut einem tätowiert drumherum. Das wird wunderbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Oh, wir finden ein Motiv für dich. Ich bin da ganz sicher. Denke auch. Vielleicht etwas Magisches. Hm? Ja. Nun ja, die Zeit wird es zeigen. Oh, ich bekomme dich schon auch überzeugt, Abelmir. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht könnte man auch euren Kampf gegen einen Drachen in Form einer Tätowierung herausarbeiten, Abelmir. Ich bin nicht sicher, ob mein Körper groß genug ist dafür, aber... Ach... Der Drache wird einfach nicht maßstabsgetreu dargestellt. Ja, oder wir nehmen euren ganzen Rücken. Das ist ja viel Fläche. Wir reden später einmal drüber, nicht wahr? Ich muss auch zu Fusake. Entschuldigt mich. Fusake wird euch bestimmt dazu raten, euch tätowieren zu lassen. Ja, die Zwerge sind ja auch oft tätowiert. Mhm. Ja. Das ist auch sehr kleidsam. Mhm. Und passt den Jungen auf.
Eine unbestimmte Zeit später kann Abel mir seine Uhr wieder nachziehen und dann vor Fusake stehen bleiben, der mal wieder wie immer herumgreift. Wo sind meine verfluchten Tage nach dem Chef? Ich will, dass ihr mehr Pech auftragt. So, Abel mir, was willst du? Meister Fusake? Ja. Habt ihr schon einmal nachgedacht, wie man ja, diese Kampfkraft dieses wirklich erstaunlichen Schiffes verbessern könnte? Willst du mich verarschen? Nein, das hatte ich nicht vor, aber... Wo haben denn langen Eirek her? Ihr meint dieses Aal? Diesen Aal? Ja. Und vorne steht der Bedermann. Das ist unser Bock. Mhm. Wie denkt ihr, könnte man... Nun ja, die Reichweite einer schweren Rotz oder einer mittleren Rotz verbessern. Ich hätte da einige Vorschläge. Mehr Schießpulver. Nun, ich dachte mir an etwas, nun ja, weniger Explosives. Was willst du von mir? Red klar. Ich möchte euch helfen, die Feuerkraft und die Feuergenauigkeit zu erhöhen. Wie verdammt? Ich würde es euch gern zeigen. Habt ihr eine Minute oder zwei? Eine. Damit geht er mit dir gemeinsam zum Vordeck. Ja, kannst vor dir auch die riesige Galeonsfigur erkennen und die beiden leichten Rotzen das Katapult. Und er lässt dann einmal einen der Geschützmeister, den Prüttel, den Richtschützen, lässt er dann die Rotze so ein bisschen abrücken, damit du dann die ganze ja noch einmal betrachten kannst. Das ist nur eine leichte Rotze und das Backbordgeschütz. Nun seht ihr hier diese... Das ist Kaiserin Scheller. Ja, seht ihr diese Perikuman Lafette, diesen Metallstieg hier? Wenn man ihn ersetzen könnte durch ein etwas gediegenes Metall und die Spannkraft erhöht, indem man diese ersetzt durch ein Metallöse und ich würde ein paar verschiedene Stellen zeigen, wie man die Spannkraft dieser Seile erhöhen kann. Und wie soll ich den Scheiß bezahlen? Nun, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich kenne da jemand aus dem Volk der Angroschim. Sie ist sehr interessiert an solcher Art von Geschütz, könnte man sagen. Zwerge sind geizig! Nun, sie ist eine gute Freundin von mir. Ich könnte einen Brief an sie schreiben. Eine Zwergin? Natürlich, eine Zwergin. Was habt ihr denn gedacht?